herzlich willkommen zu Sport am Samstag. Heute aus Saarbrücken, aus der Joachim-Deckam-Halle. Hier hat man im wahrsten Sinne des Wortes die Platte geputzt, nämlich genau zwei Platten, Tischtennisplatten. Und man hat die aktuelle und die alte Weltelite eingeladen zu den Energis Masters. Ein Einladungstischtennisturnier, das in Saarbrücken große Tradition hat. Und man sieht es am Publikum, die Halle ist ausverkauft. Bei den Namen, die hier auftreten, auch kein Wunder. Jan-Ove Waldner, Jörgen Persson, das sind Namen im Welttischtennis, die vielen Fans bekannt sind, gerade hier auch in Saarbrücken. Aber auch aktuelle Weltranglistenspieler und Top-Spieler der Welt sind hier Timo Boll, Christian Süß. Und das sind Spieler, die hier schon für Furore gesorgt haben. Denn Timo Boll ist Titelverteidiger. Er gewann im vergangenen Jahr das Finale 2006. Damals gegen Wladimir Samsonov, der ja in Belgien sein Geld verdient. Da war es ein Viersatzspiel. Samsonov ein wenig müde von den Turnieren vorne weg. Und Timo Boll hatte leichtes Spiel. Der letzte Satz 11:1. Da war viel für die Galerie. Aber das wollen die Leute natürlich auch sehen. Tolle Ballwechsel, damit man auch ein bisschen genießen kann, was Tischtennis bedeutet. Sie sollten genießen, was es bedeutet, wenn Timo Boll Tischtennis spielt. Denn das ist die absolute Nummer 1 in Europa, die Nummer 4 der Welt. Und wir stellen Ihnen jetzt Timo Boll noch einmal vor. Karl-Heinz Roland. Timo Boll, der Chinesenschreck an der Tischtennisplatte. Der 25-Jährige ist noch in Diensten des Bundesligisten TTV Gönnern und zurzeit hinter drei Chinesen die Nummer 4 in der Welt. Mit 4 Jahren hat er die ersten Tischtennisbälle übers Netz geschmettert. In der Jugend war ein anderer deutscher Linkshänder, Jörg Roßkopf, sein Vorbild. Inzwischen ist Timo längst aus Rossis Schatten herausgetreten. Seinen ersten von 7 deutschen Meistertiteln feierte er in der Saarbrücker Saarlandhalle am Tag, als er 17 wurde. Dass der TTV Gönnern mehrfach Meister und Pokalsieger wurde und im letzten Jahr die Champions League gewann, lag auch an den starken Auftritten von Bollinger, wie er genannt wird. Inzwischen ist die Faust und das Bollwerk aus Hessen bei internationalen Wettbewerben gefürchtet. Bei den Europameisterschaften in Zagreb gewann der Deutsche das Einzel- und die Doppelkonkurrenz. Vize-Weltmeister mit der deutschen Mannschaft 2004, Weltpokalsieger 2002 und 2005. Durch Siege bei internationalen Turnieren wurde Boll 2003 als erster Deutscher die Nummer 1 in der Tischtennis-Weltrangliste. Er hat den Schwung raus. Der Lefty spielt wohl das modernste Tischtennis in der Welt. Ob mit kleinen oder größeren Bällen, er sorgt mit seinem Ballgefühl für sehenswerte Treffer. An Saarbrücken hat Bolli beste Erinnerungen. 2003 bestieg er als Sieger des Top-12-Turniers den Tisch in der Saarlandhalle. Timo Boll. Hier zeichnet der Chinesenschreck an der Tischtennisplatte. Also der Chinesenschreck Timo Boll, Titelverteidiger hier bei diesem Turnier in Saarbrücken. Aber heute hatte er keine leichte Vorrundengruppe, denn mit Torben Wosig und Jörgen Persson standen ihm da wirklich zwei Spitzenspieler gegenüber, die ihm den Einzug ins Halbfinale natürlich verwehren wollten. Wir wollen auf das erste Vorrundenspiel von Timo Boll blicken. Timo Boll gegen Torben Wosig. Ihr Reporter ist Roman Bonner. Es ist jetzt gerade 4 Jahre her, da war er um diese Jahreszeit die Nummer 1 der Welt. Timo Boll, mittlerweile Nummer 4 der Weltrangliste und auf der anderen Seite die 49. Das ist Torben Wosig, sein Mitspieler aus der deutschen Tischtennis-Nationalmannschaft, der mittlerweile in Frankreich spielt, in Angers. Und gleich zu Beginn der Partie schon ein bisschen was Spektakuläres für das Publikum. Das wollen die Zuschauer sehen, immerhin 2000 heute Nachmittag in der Joachim-Deckam-Halle in Saarbrücken. Und wir sind in der Schlussphase des zweiten Satzes. Den ersten hat Timo Boll mit 11:6 gewonnen. Jetzt 3 Satzbälle für den Linkshänder. Und auch den zweiten Durchgang holt er sich sicher in diesem ersten Gruppenspiel. Torben Wosig, 2003 hatte er sein ganz großes Jahr, als er Vize-Europameister im Einzel wurde. Niemand hatte mit ihm gerechnet, nie war er so weit in der Rangliste vorn. Aber bei diesem Turnier in Courmayeur, da ging bei ihm fast alles. Nur Wladimir Samsonov war am Schluss stärker. Und schauen Sie sich an, was die beiden hier zu bieten haben. Es geht um viel, es geht um ein ordentliches Preisgeld, es geht um ein sehr schönes Auto und deshalb wird hier natürlich auch gekämpft.
Der Dritte im Bunde in dieser Gruppe, das ist der Schwede Jörgen Persson. Und weiß, der ist zwar auch schon 40, aber der, wenn es gut läuft, kann noch viele Leute schlagen. Also es geht hier wirklich um den wichtigen Sieg im ersten Gruppenspiel. Und den holt sich Timo Boll 13:11. Ein bisschen knapper dann im dritten Satz. Aber am Ende doch eine glatte 3:0 Angelegenheit für den Favoriten aus Gönnern, den Titelverteidiger. Timo Boll, das ist allerdings nicht die einzige Hoffnung des Deutschen Tischtennisbundes, denn neben Timo Boll ist auch Christian Süß in den letzten Jahren immer wieder mehr in den Fokus des Interesses gestoßen. Christian Süß, 21 Jahre alt, mittlerweile Vize-Weltmeister mit Timo Boll im Doppel, tritt hier in Saarbrücken im Einzel an und wir wollen ihn, Christian Süß, 21 Jahre alt, noch einmal richtig vorstellen. Aggressivität und Tempo, Talent und Emotion. Christian Süß aus Aalen in Westfalen gilt als die deutsche Nachwuchshoffnung hinter Weltstar Timo Boll. Als einzigem Spieler in der laufenden Bundesliga-Saison gelang Christian ein Sieg über Timo. Das Rückspiel vor zwei Wochen gewann Boll 15:13 im fünften und entscheidenden Satz. Für Privates bleibt kaum Zeit. Musik hören, Bryan Adams oder Phil Collins beispielsweise. Oder wie Nationalteamkollege Timo Boll, eine Runde auf dem Golfplatz drehen. Etwas Internet surfen, die einzigen Hobbys, die der stressige Terminkalender zulässt. Die Konkurrenz in der Weltklasse ist aufmerksam geworden. Mit spektakulären Matches, auch gegen die allerbesten, katapultierte sich der 21-Jährige unter die Top 50 der Weltrangliste und es könnte noch höher hinausgehen, sagen Tischtennisexperten. Die Stärken des Rechtshänders sind Aufschlag und Return, beidseitiger Topspin und sein taktisches Spielverständnis. Dreimal spielte er bislang für Deutschland bei Weltmeisterschaften. 2005 holte er gemeinsam mit Timo Boll Silber im Doppel. Probleme bereiten ab und an noch das Nervenkostüm und die wackeligen Sprunggelenke. Pflege ist deshalb allererstes Gebot. Für einen Sprung weiter hinauf in der Weltrangliste ist neben allem Talent vor allem Quälerei im Training notwendig. Stunden, Tage, wochenlanges Arbeiten an eigenen Stärken und Schwächen. Feilen am Material. Wenn Christian Süß gesund bleibt und die sportliche Entwicklung weiter so anhält, dann freuen sich die Tischtennisfans weltweit vielleicht bald über einen weiteren Top-10-Spieler aus Deutschland. Über Christian Süß. Also Christian Süß neben Timo Boll, die zweite Hoffnung des Deutschen Tischtennisbundes, wenn es um internationale Erfolge geht. Hier in Saarbrücken hatte er es auch mit international starken Gegnern zu tun, zum Beispiel mit Werner Schlager aus Österreich und Wei Yanto, dem Chinesen. Wie die Vorrunde für Christian Süß gelaufen ist, sagt Ihnen Roman Bonner. Das ist die aktuelle Nummer 1 des deutschen Rekordmeisters Borussia Düsseldorf. Christian Süß, 21 Jahre alt und auf der anderen Seite ein Spieler aus Guangzhou, einer Partnerregion des saarländischen Landessportverbandes. Und dieser Chinese Wei Yantao ist zum zweiten Mal eingeladen zu diesem Preisgeldturnier. In der Weltrangliste derzeit noch nicht vorne platziert. Aber man weiß, wie groß das Repertoire der chinesischen Spitzenspieler ist. Und deshalb heißt es aufgepasst für Christian Süß, der aber hier den ersten Satz mit 11:6 gewinnt. Auch im vergangenen Jahr haben sich die beiden gegenübergestanden. Hier sehen wir den Chinesen in einer Studie Wei Yantao mit europäischem Stil, also mit der Shakehand-Schlägerhaltung, nicht Penholder, wie die vielen Chinesen ja spielen. Insofern natürlich ein bisschen leichter auszurechnen für Christian Süß. Der zweite Satz dann besser für den Chinesen, 20 Jahre jung, ist er im erweiterten Kader der Nationalmannschaft, steht er. Aber bis er zu den ganz großen Wangs und Maas aufschließen kann, da braucht es natürlich schon noch einige Zeit. Und Satzausgleich, 1:1 also nach den ersten beiden Durchgängen. Dieser Chinese ist also ernst zu nehmen und hat sich gesteigert im Vergleich zum Vorjahr. Im dritten Durchgang dann Süß wieder stärker. 10:5 und damit 5 Satzbälle für den Düsseldorfer. Und den ersten nutzt er gleich. 2:1 die Satzführung für den Rotschopf, der sehr konzentriert an diese Aufgabe herangegangen ist.
hat eine tolle Bundesliga-Bilanz gespielt. Der Einzige, der Boll schlagen konnte, Sie haben es gehört. Und aus diesem Grund in der Rückrunde die Nummer 1 in Düsseldorf. Christian Süß gewinnt sein erstes Gruppenspiel mit 3:1 gegen Weih. Dann allerdings im zweiten Spiel die Niederlage gegen Ex-Weltmeister Werner Schlager. Knapp, aber es war das Aus in diesem Wettbewerb. Steffen Demuth mit Christian Süß. Christian Süß, knapp in dieser Vorrunde gescheitert, aber das waren ganz enge Partien. Also Sie hätten auch weiterkommen können. Ja, es war ganz eng gewesen. Also ich habe 2-1-7-4 noch geführt gegen den Werner Schlager und da meine Chance eigentlich gehabt und auch gesehen. Aber das ist eine große Stärke, aus diesen engen Situationen den Kopf nochmal aus der Schlinge zu ziehen. Letztendlich sind diese Energis Masters ein Einladungsturnier. Aber wie bewerten Sie den sportlichen Wert dieser Veranstaltung? Ja, schon sehr hoch, weil alle Topspieler sind hoch motiviert. Es geht um hohes Preisgeld und wir sind Vollprofis und müssen auch gucken, dass wir unsere Brötchen verdienen. Und deswegen sind alle schon hoch motiviert und zu vollem Einsatz fähig hier. Apropos motiviert, es geht direkt für Sie weiter. Morgen der nächste Einsatz in Sachen Bundesliga. Ja, wir spielen morgen mit Borussia Düsseldorf in Plüderhausen und da geht es dann schon wieder weiter in der Bundesliga. Es wird ein spannendes Jahr mit Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Sie haben ja Titel zu verteidigen im Doppel. Wie sehen Sie das Jahr 2007? Ja, wir haben zwei absolute Höhepunkte natürlich mit EM und WM und wir wollen Mannschaftseuropameister werden mit der Herren-Nationalmannschaft. Da sind unsere Chancen auch ganz gut. Wir sind gut aufgestellt in der Mannschaft, denke ich. Ja. Und bei der WM sind wir Vize-Weltmeister, Timo und ich. Und den würden wir gerne wieder verteidigen und wieder im WM-Finale stehen. Aber das bis dahin ist ein langer Weg und ein steiniger Weg. Und da braucht man auch das Quäntchen Glück für dann bei dem Turnier. Aber auf jeden Fall ein spannendes Jahr für uns. Das Thema Doppeln mit Timo Boll in Olympia wird es nicht so sein. Da werden Sie anders spielen müssen. Aber bei WM-Europameisterschaften sind Sie das gesetzte Doppel für den deutschen Tischtennisbund. Ja, ich denke absolut. Also für EM und WM sind wir gesetzt. Wir sind einfach das stärkste deutsche Doppel. Und ja, bei Olympia lässt es der Modus leider nicht zu, dass der Topmann wie Timo dann nicht auch noch im Doppel spielen darf. Er darf nur zwei Einzel machen und deswegen müssen wir da einfach ein zweites Doppel finden. Interessanterweise sieht man hier Altstars und neue kommende Stars. Sie 21, Jan-Ove Waldner 41. Ist das die Tendenz im Tischtennis, dass man so lange so auf hohem Niveau spielen kann? Ja, mittlerweile hat sich das Alter schon ziemlich nach oben geschoben. Wobei jetzt bei Jan-Ove Waldner, er merkt auch, dass er langsam an seine Grenzen stößt. International das Ganze eigentlich jetzt langsamer angehen lässt, spielt mehr in der Bundesliga und bei Einladungsturnieren. Aber man sieht einfach auch in der Weltrangliste viele ältere Spieler viele sind so fit und austrainiert, dass es einfach noch ziemlich lange gehen kann. Christian Süß, danke für Ihr Dasein in Saarbrücken, hat uns Spaß gemacht und toi 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 für 2007. Vielen Dank. Ja, und wenn es hier in der Joachim-Deckarm-Halle laut wird, dann kann man sich fast sicher sein, dass Jan-Ove Waldner die Halle betritt oder an der Platte steht. Jan-Ove Waldner, das ist eine Figur hier in Saarbrücken, hier im Saarland, die immer wieder gern gesehen ist. Denn er hat über 5 oder fast sogar 6 Jahre in Saarbrücken Bundesliga-Tischtennis gespielt. Aber Jan-Ove Waldner steht natürlich nicht nur für die Bundesliga. Jan-Ove Waldner ist eigentlich der Inbegriff von Weltklasse-Tischtennis und das seit 2 Jahrzehnten. Karl-Heinz Roland stellt ihn, Jan-Ove Waldner, noch einmal vor. Jan-Ove Waldner, der Mozart des Spiels mit dem Zelluloidball. Der Schwede, inzwischen 41 Jahre alt, spielt in der Bundesliga noch bei Fulda Mabertzell, steht in der Weltrangliste immer noch auf 32, obschon er kaum mehr Turniere spielt. Mit 19 kam der smarte Schwede zum ATSV Saarbrücken. Schon damals galt er als das größte Talent des schnellen Rückschlagspiels. Mit Waldi als Topspieler und Georg Rebmann als Manager wurde der ATSV eine der besten Tischtennismannschaften Europas. Die Altsaarbrücker holten mit Waldner zweimal den deutschen Pokal. 1985 wurde das Team deutscher Meister und feierte in der Saarbrücker Saarlandhalle den Gewinn des Europapokals der Landesmeister. Herausragend Jan-Ove Waldner mit seinem genialen Spiel, basierend auf einem unglaublichen Ballgefühl. In Saarbrücken hat sich Waldi immer wohl zu Hause gefühlt. Bei vielen Festen war er einer der Letzten. Jan-Ove Waldner, ein Spieler aus und mit Leidenschaft, nicht nur an der Platte. Er liebt alles, wo es etwas zu gewinnen gibt. Es gab Zeiten, da hat er auf alles gewettet, was möglich war. Auch darauf, dass das nächste Auto, das um die Ecke kommt, rot ist. Waldi, ein Gambler.
Sechsmal wurde er Weltmeister. Zweimal im Einzel, zum ersten Mal 89 in Dortmund. Viermal mit dem schwedischen Drei-Kronen-Team. 92 Olympiasieger in Barcelona. Silber in Sydney. 2004 in Athen mit 39 Jahren. Nach Sieg über Boll noch einmal im Halbfinale. Jan-Ove Waldner, der Mozart des Tischtennissports. Jan-Ove Waldner, der Mozart des Tischtennis, wie Karl-Heinz Roland ihn nannte. Jan-Ove Waldner hatte auch eine schwere Vorgruppe heute zu überstehen. Seine Vorgruppe, die fasst noch einmal für Sie zusammen Roman Bonnier. Das ist der Ausnahmespieler aus Schweden, mittlerweile 41 Jahre jung. In Fulda spielt er in der Bundesliga immer noch und immer auch noch mit überraschenden Ergebnissen. Im Duell der Generationen auf der anderen Seite Patrick Baum, 19 Jahre jung, aus Frickenhausen vom deutschen Mannschaftsmeister. Einer der deutschen Nachwuchsspieler, bei denen man hofft, dass sie irgendwann einmal in die Fußstapfen eines Jörg Roskopf, ja vielleicht schon eines Timo Boll, treten können. Aber Sie sehen das am eingeblendeten Ergebnis. Der Allstar hatte dieses Spiel unter Kontrolle. 2:0 die Satzführung für Jan-Ove Waldner und jetzt eine klare Führung auch in diesem dritten Durchgang. Im Gefühl des sicheren Sieges jetzt ein bisschen was fürs Publikum. Er hat einfach ein solches Ballgefühl, er hat eine solche Spielübersicht, dieser Jan-Ove Waldner, dass er auch, wenn er 22 Jahre älter ist als sein Kontrahent, mit wenig Laufarbeit und mit viel Erfahrung ein solches Spiel immer noch gewinnen kann. 4 Matchbälle für Jan-Ove Waldner. Patrick Baum hatte hier relativ früh resigniert und mit einem Kantenball beendet der 41-Jährige dieses Match. Gruppensieg gegen den 19-Jährigen aus Frickenhausen. Der Deutsche immerhin Jugendweltmeister im Jahre 2005, Europameister im Doppel. Er war Dritter bei der Deutschen Meisterschaft im vergangenen Jahr in Minden bei den Aktiven. Also, das ist kein Schlechter, aber hier und heute, da war der Altmeister doch noch mal einen Tick besser. Die Zuschauer wollen ihn natürlich auch weiter im Wettbewerb sehen und in seinem zweiten Gruppenspiel, da wurde es schon deutlich härter. Denn auf der anderen Seite, hier im Vordergrund, Chen Weixing. Natürlich, der kommt aus China, spielt allerdings international schon seit vielen Jahren für Österreich. Wir sind im fünften Satz. Ein packendes Match im Duell zweier grundsätzlich unterschiedlicher Spielsysteme. Waldner nach wie vor an sich vorne am Tisch als aggressiver Angriffsspieler. Und auf der anderen Seite Chen auf der Rückhand, total defensiv. Auf der Vorhand aber sehr offensiv. Spielt zwei verschiedene Belege, ein Noppenbelag auf der Rückhand, variiert natürlich die Schnittvariationen. Und wenn er die Chance hat, dann geht er nach vorn. Aber das war so ein echter Waldner. Überlegen im Spielaufbau und dann im richtigen Moment der weite Ball in die Vorhand. Für ihn ist Tischtennis mittlerweile eine Konditionsfrage. Ganz klar, er trainiert nicht mehr regelmäßig. Er hat sich nach den Olympischen Spielen in Athen etwas zurückgezogen, in Shanghai 2005. Das sollte der internationale Abschied sein. Aber so hin und wieder, da tritt er dann doch noch an. Und Waldner hat auch im europäischen ETTU-Pokal vor wenigen Tagen gegen einen französischen Vertreter immerhin den WM-Dritten Michael Mays geschlagen, einen der besten Franzosen, Damien Eloy. Alle Spieler, die 10, 15 Jahre jünger sind als er. Und schauen Sie an, was er immer noch kann. Der wird nicht so schnell aufgeben. Chen Weixing ist ein ganz großer Kämpfer. Immerhin Nummer 12 der Weltrangliste. Also weiß Gott kein schlechter. Waldner noch die 32. Direkt auf den Aufschlag drauf und das ist das Match. 3:2. Jan-Ove Waldner also gewinnt diese Partie und sichert sich den Gruppensieg. Und das ist sicherlich eine der Überraschungen bei diesem Endergebnis.
Also die erste Aufgabe für Timo Boll ist soeben erfolgreich beendet worden. Der Sieg gegen Torben Wosik. Jetzt steht die Partie gegen Jörgen Persson an. Auch dieser alte Schwede, mit Verlaub gesagt, ist noch immer eine Nummer im internationalen Tischtennis. Persson will in diesem Jahr sogar noch mal auf internationalen Turnieren an den Start gehen. Also keine leichte Aufgabe für Timo Boll. Ihr Reporter Roman Bonner. Frisch vom Friseur, und ich bin mir ziemlich sicher, das war die Gattin, das war Rodelia, denn die hat diesen Job gelernt. Frisch vom Friseur kommt er hier an in Saarbrücken, hat in den vergangenen Wochen ein paar gesundheitliche Probleme gehabt. Timo Boll, zunächst eine Magen-Darm-Verstimmung und dann kam eine Erkältung, eine Virusinfektion dazu. Also, da hat er jetzt noch einiges aufzuholen, seit dieser Woche wieder im Training, und da wird es gar nicht so leicht gegen den Schweden auf der anderen Seite. Jürgen Persson, und das sehen Sie oben eingeblendet, führt 2:0 nach Sätzen. Und in diesem dritten Satz ist der Deutsche jetzt aber doch endlich stärker geworden. Gegen Torben Wosik war er noch nicht so richtig gefordert, aber der alte Schweden, wie Steffen Demuth eben sagte, und das beleidigt ihn überhaupt nicht, der verlangt ihm jetzt alles ab. Und mit einem Fehlaufschlag geht der dritte Durchgang an Timo Boll. Das ist genau 2 Jahre her. Da hat der Schwede dieses Turnier hier schon einmal gewonnen. Jürgen Persson, der Anfang der 90er Jahre hier im Saarland gespielt hat, beim ATSV Saarbrücken in der Bundesliga. Es hat allerdings nicht sehr lange gedauert. Dann kam der Konkurs des traditionsreichen Vereins, der seine Riesenerfolge unter anderem mit Jan-Ove Waldner feiern konnte, auch mit Dragutin Šurbek, mit Chiseike, mit John Hilton, um noch ein paar Namen zu nennen für die Insider, die sich daran sicherlich gerne erinnern. So, vierter Satz. Tja, Timo Boll hat in diesem Jahr 0-0. Ein bisschen was vor. 2 große Saisonhöhepunkte gibt es für ihn als Einzel- und Doppelspieler, die Europameisterschaften in Belgrad Ende März und Ende Mai dann die WM in Zagreb. Für Jürgen Persson sind diese Termine kein Thema mehr. Er tritt international nicht mehr in der Nationalmannschaft an. Für Schweden, auch wenn er, und das zeigen einige Ergebnisse aus der jüngsten Vergangenheit, da immer noch sehr, sehr gut mithalten kann. Eine der großen Stärken, schnelle Aufschläge und dann sofort energisch nach vorn. Einerseits mit diesem schönen Vorhandflip. Er kann das Gleiche auch wie kaum ein anderer Spieler mit enormer Härte mit der Rückhand. 40 Jahre jung mittlerweile, Jürgen Persson. Verheiratet mit einer ehemaligen norwegischen Tischtennis-Nationalspielerin und dreifacher Vater. Er ist ein Tischtennis-Weltenbummler, hat wie gesagt in Deutschland viele Jahre verbracht, in der Bundesliga in Saarbrücken gespielt, in Düsseldorf gespielt, bei Donik Berlin gespielt, einem Verein, den es auch schon lange nicht mehr gibt, und im Moment tritt er für den SV Plüderhausen an. Schön gespielt von Boll. 3-4. Wir sehen, dass Persson nach vorne kam, die Seite gewechselt, und da konnte der dann nicht mehr reagieren. Taktisch ist eigentlich alles klar. Wer hier sein Angriffsspiel durchsetzt, der ist im Vorteil. Und technisch hat der Deutsche da einfach die besseren Voraussetzungen. Es wird ihm ein wenig die Spritzigkeit fehlen. Er wird möglicherweise ein bisschen müde sein nach der Erkrankung und nach einer Woche hartem Training. Aber es winkt hier ein schöner Preis an PKW für den Ersten. Und dafür kann man sich schon mal ordentlich reinhängen. Parallel zu diesem Einladungsturnier läuft eines der Pro-Tour-Turniere, die Slovenian Open. Da hat der ein oder andere auch noch gespielt, bevor er hierher gekommen ist.
Also das zeigt, wie hoch die Spieler dieses Turnier hier in Saarbrücken doch einschätzen, wenn sie auf ein Pro-Tour-Turnier dafür verzichten. 4, 8, 4. Denn hier gibt es keine Weltranglistenpunkte. Hier geht es um das Kräftemessen auf hohem Niveau und um eine sehr, sehr gute Dotierung. Also ein PKW für den ersten 5.000 Euro, für den zweiten und für die dritten bleiben immerhin noch 2.500 Euro. Für Tischtennisspieler ist das ein sehr ordentlicher Verdienst. Ja, der Schwede hat ein paar Probleme mit den Ausschlägen von Timo Boll. Tja, und ich denke, er wird jetzt den Satzausgleich machen. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Die ersten beiden Sätze waren eine relativ klare Angelegenheit für den 40-Jährigen. 5-10. Sehr stark gespielt. 10-6. Von Persson. Wenn Timo Boll einen solchen Topspin spielt, dann ist unglaublich viel Rotation drin. Und da muss man schon sehr gut stehen und das Timing optimal treffen, um einen solchen Ball zu retournieren. Ja, das ist das aggressive Spiel, das Timo Boll beherrscht. Und das muss eigentlich auch das Rezept sein für den fünften Satz. Den Schweden enorm unter Druck setzen, das Spiel schnell machen. Aber wie sagt er vor sich hin, tja, offensichtlich so das volle Vertrauen, glaube ich, in die eigene Leistung nach dieser dreiwöchigen Krankheitspause ist, glaube ich, noch nicht da. Aber 2-2, alles wieder offen. Der fünfte Satz wird die Entscheidung bringen. Die Matches in der Bundesliga hat Timo Boll für sich entschieden. Ja, mit einer tollen Bundesliga-Bilanz 17-1. Nur diese eine Niederlage gegen Christian Süß. Fünfter Satz, Aufschlag Persson. Unter normalen Umständen ist der Deutsche klarer Favorit in dieser Partie. Aber was diese alten Schweden zu leisten vermögen, das haben sie 2001 noch gezeigt. Da waren sie schon Mitte 30 und bei der Mannschafts-WM in Kuala Lumpur damals trafen sie auf die Chinesen, die in der Zeit wieder die ganz klar dominierende Nation waren. 0-2. Und am Ende hatten die Schweden wieder die Nase vorn und damals war es Jürgen Persson mit 2 Siegen, der den Grundstein legte. Waldner gewann einmal und die Schweden waren sensationell, eigentlich nach ihrem großen Leistungshöhepunkt noch einmal Weltmeister geworden. 1-2. Das ist das Spiel von Timo Boll. Man muss ihn laufen lassen. Selber nicht weit weggehen vom Tisch. Da ist er schon wieder ziemlich weit weg, aber dann dieser Topspin macht dann alles klar. Was dieser Persson aus der Halbdistanz alles noch holt, ist sensationell und mit ein wenig Glück. Aber nicht unverdient, das muss man sagen, macht er diesen Punkt. Direkt auf die Kante, ein regulärer Punkt und die Führung für den Schweden. Ausverkauft wie in den Vorjahren diese Veranstaltung. Gut 2000 sind immer wieder in der Halle, wenn diese Spieler sich treffen. Boll ist der Titelverteidiger und das ist sein Vorgänger. So ganz zufrieden ist er nicht mit seinem Spiel, stand sicherlich nicht ganz optimal.
Darunter sind die vielen, vielen Autogrammjäger. Viele Kinder und Jugendliche sind traditionell in der Halle ganz nah am Court. Und weh, wenn hier ein Spiel vorbei ist, dann bilden sich immer riesige Trauben. Verständlich, denn so nah kommen sie selten an ihre Stars. Ja, die Bälle des Schweden sind natürlich auch gut gesetzt. Er spielt in die Mitte des Körpers, dort wo Timo Boll dann nicht optimal agieren kann. Und ich denke, man merkt schon so ein bisschen, dass die Spritzigkeit ihm im Moment fehlt. Da muss er noch ein bisschen was tun, denn nächste Woche steht das Europa-Top-12-Ranglistenturnier an. Auch immer eine wichtige Veranstaltung im Tischtennisjahr, traditionell am 1. Februar-Wochenende. 6-3. Dass Timo Boll immerhin schon dreimal gewonnen hat. In Rotterdam 2002, dann vor 4 Jahren hier in Saarbrücken, in der Saarlandhalle und vor einem Jahr in Kopenhagen. Also auch dort reist Boll nächste Woche als Titelverteidiger hin. In Arezzo wird das Ganze stattfinden, in der Toskana. 3-7, Boll. Oftmals ein Zeichen, dass man nicht optimal steht, wenn der Ball an die Kante geht oder vom Netz über den Tisch springt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er sich noch mal aufbäumen kann. Tja, doch die klare Führung für den Schweden, der zuletzt in Katar tätig war, dort im Trainerbereich gearbeitet hat. Immer schon mal drüber nachgedacht hat, aufzuhören, aber dann zeigen seine Ergebnisse, dass er immer noch mal mithalten kann. Er wird das ein oder andere Pro-Tour-Turnier möglicherweise 9, wieder 4. spielen. Er hat den Super Circuit mitgespielt in Japan, ein sehr gut besetztes Turnier eines steinreichen japanischen Kimono-Herstellers. Ja, und 6 Matchbälle für Jürgen Persson, der hier diesen 5. Satz doch dann am Ende klar dominiert. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, Timo Boll hätte irgendwann es geschafft, das Blatt nochmal zu wenden. Aber Persson ist der Mann, der das Ganze hier diktiert und der damit den Gruppensieg erringen wird. Denn auch er hat gegen Torben Wosik gewonnen, glatt mit 3-0. Das ist also sozusagen das Finale dieser Vorrundengruppe. Am Tisch, am Netz vorbei, haben Sie das gesehen? Tja, da kann er sich auch freuen, wenn er auch noch 4 Matchbälle gegen sich hat. Einer der besten Ballwechsel bei diesem Turnier. Bisher. Weltmeister war, Einzelweltmeister 1991. 16 Jahre ist das her. Und dann immer noch mit einer solchen Bilanz, mit einer solchen Leistungsfähigkeit. Das zeugt von Disziplin. Und damit gewinnt Jürgen Persson dieses Match. Timo Boll scheidet aus, kann seinen Titel nicht verteidigen. Aber der Schwede war heute stärker. Das, denke ich, muss man einfach konstatieren. Und jetzt hat Timo Boll einiges zu tun, wenn er hier alle Autogrammwünsche erfüllen will. Hier sehen wir noch einmal den Matchball. Da ist diese starke Rückhand und der verdiente Sieg für Persson. Ja, und jetzt ist er da, Timo Boll. Leider ausgeschieden, leider den Titel nicht verteidigen können. Wie groß ist die Enttäuschung? Ja, natürlich schon ziemlich groß. Ich hätte den BMW natürlich gerne mit nach Hause genommen, aber es sollte nicht sein. Ich
bin eigentlich ziemlich froh, dass ich überhaupt starten konnte. Ich war ja etwas erkältet gewesen noch letzte Woche und habe erst am Mittwoch mit dem Training angefangen. Deshalb ja, waren die Erwartungen von vornherein nicht so riesig, aber probiert habe ich es trotzdem. Ich habe alles gegeben, aber Jörgen war heute einfach besser. Ich denke, die Fans haben das auch honoriert, dass sie heute wieder alles gegeben haben. Die Fans haben sie gefeiert. Ich denke aber, in diesem Jahr haben sie ganz andere Ziele. Es gibt eine Europameisterschaft, es gibt eine Weltmeisterschaft. Und ich glaube, Timo Boll wurde schon zitiert mit den Worten, diesmal will ich einen Einzeltitel. Ja, der Einzeltitel wäre natürlich super. Mein großes Ziel ist natürlich erstmal eine Medaille, vor allem bei der WM zu gewinnen. Die fehlt mir noch in meiner Sammlung. Und da geht eigentlich der Fokus hin und die Europameisterschaft, klar, möchte ich auch gut spielen, aber das Hauptaugenmerk liegt schon auf der WM. Interessant hat man auch von Ihnen gelesen, Sie haben gesagt, ich will meine Turniere ein wenig reduzieren, nicht mehr so oft an der Platte stehen, auch in der Bundesliga nicht. Sie sind 25 Jahre alt. Warum im Moment so ein bisschen der Rückzug? Schonung, Fokussierung der Kräfte? Ja, in der Vergangenheit habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass der Körper einfach nicht alles mitmacht. Wenn man jedes Wochenende irgendein Turnier spielt, irgendwann resigniert er halt und entweder es tritt irgendeine ziemlich schwerwiegende Verletzung auf oder man ist dauernd krank, wie das jetzt wieder der Fall bei mir war, und das möchte ich einfach verhindern und deshalb muss ich einfach ein bisschen reduzieren, mir ein paar Höhepunkte rausnehmen, wo ich gut spielen möchte, und deshalb ja, werde ich deshalb ja, ein paar Spiele weniger machen. Die Fans hier in Deutschland werden das vielleicht ein wenig bedauern, aber der nächste Höhepunkt steht an. 4. Februar in Italien, in der Toskana, in Arezzo, Top-12-Turnier. Und auch da wollen Sie vorne mitmischen. Ja, die Toskana ist zwar sehr schön, aber ich würde lieber lange an der Platte stehen und meinen Titel auch dort verteidigen. Aber bis dahin muss ich natürlich noch eine Menge aufholen. Das habe ich hier gesehen. Und die nächste Woche werde ich hart an mir arbeiten, um noch mal ein bisschen was rauszukitzeln. Ja, Timo Boll, dann toi 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 für Arezzo, toi 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 für 2007. Danke, dass Sie da waren. Und wir wollen uns jetzt dem Finale widmen, das jetzt live reportiert wird von Roman Bonner. Und in diesem Finale sehen wir Jürgen Persson wieder, denn der hat im Halbfinale Jan-Ove Waldner geschlagen. Und zwar mit 3:2 Sätzen. Die beiden alten Schweden untereinander. Und am Ende war es dann doch der um ein Jahr jüngere Persson, der noch weitaus besser im Training ist als Jan-Ove Waldner. Das ist ganz klar, der dieses Finale erreicht hat. Und der Mann auf der anderen Seite, das ist die große Überraschung dieses Turniers. 19 Jahre, genau 18 Jahre ist er jung, vom Tabellenschlusslicht der Tischtennis-Bundesliga-Schwalbe Tündern, Dimitri Ovtcharov. Deutscher Nationalspieler, geboren in Kiew, aber als Kind schon mit den Eltern ausgewandert. Ist in Deutschland groß geworden, in die Schule gegangen und hat international auch schon einiges aufzuweisen. In der Weltrangliste Jürgen Persson die 41, Ovtcharov die 85. Das zeigt auch, wer hier klarer Favorit ist. Die beiden haben sich in der Bundesliga-Saison zweimal gegenübergestanden. Beide Mal hat der Schwede gewonnen und der letzte Erfolg ist gerade mal eine Woche her. Im Bundesligaspiel zwischen Plüderhausen und Tündern gewann Persson mit 3:1 gegen den 18-jährigen deutschen Nachwuchsspieler. Ovtcharov hatte in diesem Turnier bemerkenswerte Siege errungen gegen Karakasevic, den Serben, gegen Krisan, den Rumänen, und dann die Sensation, so sage ich das jetzt einfach mal, im Halbfinale sein Sieg gegen Werner Schlager, die Nummer 9 der Welt, den Weltmeister von 2003. Den hat der Deutsche bezwungen mit 3:1 und jetzt hat er die große Chance, in diesem Finale sich im jungen Alter schon ein schönes Fahrzeug zu sichern. Dimitri Ovtcharov. Er kann von beiden Seiten aus attackieren, hat eine ganz ordentliche Rückhand, vielleicht nicht ganz in dem Tempo, in dem das ein Timo Boll kann, nicht ganz mit den technischen Fertigkeiten, aber mit 18 kann er ja noch lernen. Und heute gilt es, gegen diesen erfahrenen Mann, Jürgen Persson, zu bestehen.
Ganz konsequent hält ihn der Schwede in der Rückhand. Um dann sicherlich im richtigen Moment auch mal zu wechseln und den Deutschen ins Laufen zu bringen. Bisher ist das Rezept aufgegangen. 3-7. Drei, acht. Acht, vier. Sieht zumindest jetzt in der Anfangsphase oder an diesem ersten Satz nach einer klaren Angelegenheit aus. Für den Schweden Persson, Waldner, Appelgren, später Persson, Waldner, Karlsson. Das war die große Mannschaft, mit der Schweden 1989 eine Reihe von Titelgewinnen begann. 89 in Dortmund, 91 dann in Chiba, 93 holten sie nochmal den Titel in Göteborg. Jürgen Persson war immer mit dabei. 6, 8. Auch ein sehr guter Golfspieler, wie viele Tischtennis-Akteure, spielt mit einstelligem Handicap. Also ist auch in der Disziplin sehr zu beachten und das schon seit Jahren. 6, und 9. Da hat er auch ein bisschen Glück. Tja, das muss es sein, möglichst schnell nach vorne zu gehen. Er hat ja die Möglichkeit, von der Rückhandseite aus das schon zu machen. Natürlich versucht Persson, seine Vorhand zu umgehen. Sie sehen da, wie er steht. Sehr weit, sehr tief in der Rückhand. 10, 7. Und drei Satzbälle für den Schweden. Netzaufschlag. 11-7. 11-7. Der erste Durchgang an Jürgen Persson. 22 Jahre älter könnte der Vater sein von Dmitri Ovtcharov. Und bei einem solchen Duell, da ist natürlich die Erfahrung sehr, sehr wichtig. Und so fit, wie sich Persson derzeit präsentiert, hat er auch spielerisch und konditionell überhaupt keine Nachteile gegenüber dem Deutschen. Hoher Besuch. 0-0. Henri Lecomte ist da und der saarländische Ministerpräsident Peter Müller als Gäste. Müller ohnehin ein Sportfreund und Lecomte seit einiger Zeit mit einem saarländischen Unternehmen geschäftlich in Verbindung, hält sich immer häufiger hier auf. Wird Anfang März auch wieder bei einem großen Tennis-Event dabei sein, wenn es heißt Sports and Spirits. Auch das werden Sie übrigens im Südwestfernsehen sehen am 4. März, 14 Uhr. Boris Becker gegen John McEnroe und an einem anschließenden Doppel wird Henri Lecomte auch dabei sein. Wir gehen wieder zu den kleinen Bällen. Den zweiten Durchgang hat Jürgen Persson ebenfalls gewonnen mit 11-8 und wir sind jetzt im dritten Satz. 1-2. Die Rückhand ist schon gut von Ovtcharov, der amtierender Jugend-Europameister ist. Diesen Titel sogar verteidigt hat im vergangenen Jahr. Also zweimal in Folge Gold in Europa und auch mit der Mannschaft hat Deutschland 2006 den kontinentalen Titel geholt. Auf der anderen Seite, wenn man das vergleicht, Jürgen Persson mit 19 war schon Europameister bei den Aktiven. Damals allerdings schon eine Riesenüberraschung, dass das in so jungen Jahren schon geklappt hat. 3-3. Vater Ovtcharov ist der Trainer von Dmitri. Nach wie vor hat in früher Kindheit mit ihm schon begonnen. Ist auch der Bundesliga-Trainer von Tündern. Den Verein allerdings wird Ovtcharov verlassen zur nächsten Saison. Und während bei Timo Boll schon länger klar ist, seit Mitte Dezember, dass er für Düsseldorf spielen wird, hat Dmitri noch nicht gesagt, wohin der Weg geht.
Auch er trainiert in Düsseldorf, dort, wo der Deutsche Tischtennisbund mittlerweile sein Leistungszentrum hat. Also, die Nähe, die Trainingsmöglichkeiten würden für Düsseldorf sprechen. Natürlich ist die Konkurrenz dort auch sehr, sehr groß. Und jetzt sieht das doch gar nicht so schlecht aus in diesem dritten Durchgang. Hat sich mittlerweile besser eingestellt auf die Aufschläge des Schweden. Bisschen lang der Service. 6, 5. Scheint sich ein bisschen zu quälen, der gute Henri Count. Hat es wohl mehr mit den größeren Bällen und den größeren Feldern. Aber heute noch der Faktor Show, wenn er irgendwo auftritt, spielt immer noch eine ganz, ganz große Rolle. Netz. Der spielte hier auch in der Vorrunde bei dem ein oder anderen Spiel eine Rolle, wo die Akteure doch was fürs Publikum 7, getan haben. 6. Aber jetzt in diesem Finale geht es einfach um zu viel. Timeout. Einmal pro Match hat jeder die Möglichkeit, für eine Minute eine Auszeit zu nehmen. Und diese Chance nutzt jetzt Ovtcharov, nachdem er 6:4 geführt hatte und Persson in Folge 3-mal gepunktet hat. Ja, er hat Waldner geschlagen im Halbfinale. Viele haben gesagt, Gott sei Dank. Denn Jan-Ove Waldner wäre zwar sicherlich auch eine Bereicherung fürs Finale gewesen, ob er die Kraft noch gehabt hätte, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber dieser Waldner hat überhaupt keinen Führerschein. Und was soll der mit einem schmucken Sportwagen, einem 1er BMW, überhaupt anfangen, wenn er keinen Führerschein hat? Er hatte nie Zeit, hat er gesagt. 7-7. Aber ich denke, in Schweden wäre er ihn sicherlich losgeworden. Und er hätte ein schönes Geschenk, wenn er nach Hause kommt, für seine Frau Madeleine, wenn er dieses Turnier hier gewinnen sollte. 7, 9. Interessante Aufschlagvariante. Es sieht ja immer aus, als käme da der gleiche Aufschlag von der Rückhandseite. Natürlich sind da viele Schnittvariationen drin. Und das war jetzt mal ein absichtlich schnell und lang gesetzter Ball. Und da hat er Persson überraschen können. Stark. 3 Satzbälle für Dmitri Ovtcharov. Natürlich ein bisschen Glück gehabt 7, durch den Netzball, 10. aber... Er wirkt jetzt konzentrierter. 10-8. Da hat nicht viel gefehlt. 10-8. Ja, die Zuschauer hätten sich wahrscheinlich Timo Boll in diesem Finale gewünscht, aber sie unterstützen den jungen 18-jährigen Deutschen natürlich auch gegen Jürgen Persson in diesem Finale. Keiner ist vorzeitig nach Hause gegangen. 10-9. Bisschen leicht vergeben. Hat er diesen langen Aufschlag wieder riskiert. 10-10. Zu lang, denn wenn Persson so sofort attackieren kann, 10-10. Dann ist das ärgerlich für den jungen Deutschen. 10-10 und 3 Satzbälle hat er damit vergeben. Und jetzt braucht er nur noch 2, um ein neuer Titelträger zu werden. Zum zweiten Mal wäre das nach 2005.
Erster Matchball für Jürgen Persson. Hervorragend rausgespielt. Schickt den Deutschen in die tiefe Vorhand ganz weit und dann der kurze Rückhandblock. Und auch Charov wehrt sich. Ja. 12, 11. Und der vierte Satzball jetzt für Ovtcharov. Am Anfang schon Druck gemacht, aber dann irgendwann das Tempo rausgenommen. Und wiederum der Ausgleich. Für alle, die längere Zeit Tischtennis nicht mehr verfolgt haben, es wird seit mittlerweile 4 Jahren nicht mehr bis 21 gespielt, sondern nur noch bis 11. Aber jetzt geht es natürlich in die Verlängerung und nach wie vor braucht einer der Spieler 2 Punkte Vorsprung, um einen solchen Satz zu gewinnen. Das genau auf den Körper gezogen. 13. Matchball Nummer 2 für Jürgen Persson. Der lag 13. eigentlich gut. 13. Er spielt bei diesem Turnier mit einer sehr, sehr geringen Fehlerquote, der Schwede. Das muss man ihm zugute halten. Und wieder der Deutsche vorn. Satzball Nummer 5. Tja, ich kann Ihnen garantieren, die Spieler wissen, dass es nicht mehr bis 21 geht. Erneuter Ausgleich. Sehr weit rumgelaufen, der Deutsche. Das zeigt, dass er diesen Aufschlag von Persson überhaupt nicht mag. Und der Schwede hat Matchball Nummer 3. Und auch den kann er nicht nutzen. Nur er hat den Vorteil, dass er 2 gewonnene Sätze im Rücken hat, während Ovtcharov jetzt gewinnen muss, sonst ist das Match gelaufen. Wieder umläuft er seine Vorhand 15, und versucht, 16. den Aufschlag mit der Rückhand zu nehmen. Also davor hat er großen Respekt. Sonst würde er das nicht tun. Und das bringt Matchball Nummer 4 für den 40-Jährigen vom SV Plüderhausen. Starkes Spiel von Ovtcharov. Das ist sein Spiel. Er kann auch über die langen Distanzen gehen. Und wenn er vorne bleibt und wenn er Druck macht, dann hat er seine Chance. Es ist der 5. Matchball. Und ich bin mal gespannt, wie lange die beiden uns hier noch auf die Folter spannen wollen. 15. Er schafft es erneut. Dmitri Ovtcharov ergibt sich nicht geschlagen. Ein großes Kämpferherz. An sich ruhig, zurückhaltend, bescheiden, aber am Tisch, da kann er explodieren. Jetzt hat er den Aufschlag, den er die ganze Zeit in die Vorhand gesetzt hatte, ganz lang in die Rückhand gesetzt. Da war der Deutsche ein bisschen überrascht und das halbe Dutzend ist voll.
Matchball Nummer 6 für Jürgen Persson. Tja, und da ist es passiert. 19 zu 17. Das hat ganz schön lange gedauert, diesem entscheidenden dritten Satz. Aber am Ende gewinnt der Schwede zum zweiten Mal nach 2005 dieses Turnier in Saarbrücken. Ohne Zweifel hat er toll gespielt hier bei diesem Turnier und am Ende sicherlich der verdiente Sieger Jürgen Persson aus Schweden. Nach einem spannenden Finale sind sie da, Jürgen Persson und Dmitri Ovtcharov. Jürgen Persson, erst einmal Gratulation und wie gesagt die Frage mit 41, wo nehmen Sie das her, nochmal so eine Leistung abzurufen? Nein, ich kann das fast selber nicht fassen, ja. Das war überragend und ich habe ja nie geglaubt, dass ich sollte gewinnen. Ja. Ich war in der Gruppe mit Timo Boll auch, ja, und er war der Hochfavorit hier, ja. So, ja. Das ist unglaublich. Dmitri, Sie 18 Jahre alt, das könnte man fast als Generation der Väter gegen die Söhne bezeichnen. Wie ist das, wenn man gegen so eine Tennislegende, Tischtennislegende spielt? Es ist immer wieder was Besonderes, gegen Jürgen oder Waldi oder so zu spielen. Aber da ich schon einige Male gegen Jürgen gespielt habe, wollte ich denn heute doch gewinnen, aber es hat leider wieder nicht gereicht. Aber es war eine ganz knappe Sache und es hat Spaß gemacht. Die Fans haben begeistert gejubelt und haben mitgemacht. Aber von Ihnen habe ich gehört, Sie wollen wieder einsteigen ins Profi-Tischtennis. Ist da was dran? Wird man Sie auf der Tour wieder sehen? Ja, ich spiele ein jetzt. Wir spielen Qatar Open, jetzt kommt im Februar. Und da steige ich ein. Ja. Und dann schaue ich mal, wie ich spiele, da beim Pro Tour auch. Ja. Und dann ein bisschen im Kopf hat man ja die Olympia in Beijing. So, wir schauen mal. Also, vielleicht dann mit 42 noch zu den Olympischen Spielen. Dmitri, Sie gelten als einer der besten europäischen Nachwuchsspieler. So langsam 18, 19, es geht Richtung Aktive. Wie sieht Ihre Planung zum Beispiel im Jahr 2007 aus? Ja, jetzt stehen zwei großen Turnieren bei Europa- und Weltmeisterschaften. Zwei Herausforderungen an. Ich hoffe natürlich, dass ich nominiert werde und das Beste für Deutschland geben kann. Also, das hoffen wir mit. Sie haben uns Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Dasein und Ihnen vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Hier in Saarbrücken in der Joachim Deck am Halle bei